Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema Konvektion. Wie immer fangen wir mit etwas Geschichte an. Diesmal beginnt sie in England mit einem Chemiker im 18. bis 19. Jahrhundert. Und zwar untersuchte er die Wärmeübertragung. Dies machte er an einem Kaminfeuer. Und zwar fiel ihm auf, dass einmal vor dem Kaminfeuer die Temperatur steigt, obwohl man das Kaminfeuer nicht berührt. Das heißt, man hat eine berührungslose Wärmeübertragung. Wärmestrahlung sagen wir heute dazu. Der Eisenkorb, in dem das Feuer brennt, erwärmt sich auch die äußeren Ecken. Das heißt, die Wärme bewegt sich in dem Eisen, Wärmeleitung. Und er entdeckte, und damit sind wir bei der Konvektion, dass die warme Luft in den Kamin aufsteigt und damit die Wärme mitnimmt. Auch die nächsten beiden Herren waren fleißig. Fourier in Frankreich untersuchte die Konvektion im Zusammenhang mit Wetterphänomenen und wieder ein Engländer, Riley, untersuchte die Konvektion im Zusammenhang mit dünnen Schichten von Flüssigkeiten. Was ist also Konvektion? Dazu machen wir zwei Experimente. Das eine in Anlehnung an William Brown. Da ist eine Kerze, die erwärmt Luft. Die Luft steigt nach oben. Dass die Luft nach oben steigt, sieht man anhand des Propellers. In dem zweiten Experiment haben wir ein Glasrohr, was zu einem O gebogen worden ist. Das Glasrohr wird an einer Ecke erhitzt. Wenn man entsprechend Farbe hineingibt, sieht man, dass das warme Wasser nach oben steigt und das kalte Wasser entsprechend auf der anderen Seite nach unten sinkt und damit ein Kreislauf entsteht. Konvektion bezieht sich also auf den Prozess des Wärmetransports in Flüssigkeiten und Gasen, bei dem Wärmeenergie durch die Bewegung von Molekülen innerhalb des Mediums übertragen wird. Dieser Prozess spielt eine entscheidende Rolle in vielen natürlichen und technischen Phänomenen. Dies hier ist eine Wetterkarte. Und wenn man genau hinguckt, sieht man H für Hochdruckgebiete und L für Low Pressure, also Tiefdruckgebiete. Damit wären wir schon bei der Konvektion im Alltag. Ich habe mal ein wenig gezeichnet. Wir haben zur Linken ein Hochdruckgebiet. Bei einem Hochdruckgebiet habe ich kalte Luft, die nach unten sinkt. Beim nach unten sinken erwärmt sie sich. Dadurch kann sie Feuchtigkeit besser speichern und daher verschwinden Wolken. Ich habe also schönes Wetter. Die warme Luft zur Rechten haben wir ein Tiefdruckgebiet, steigt nach oben. Wenn sie nach oben steigt, kühlt sie sich ab. Damit kann sie Feuchtigkeit schlechter halten und daher kondensiert die Feuchtigkeit. Es entstehen Wolken und unter Umständen auch Regen. Und insgesamt ist also die Konvektion für diese Wetterphänomene verantwortlich. Aber es gibt noch mehr Beispiele aus dem Alltag. Wenn ich zum Beispiel einen Kochtopf habe, kann ich mich darauf verlassen, dass die Flüssigkeit, sagen wir mal, da ist Wasser drin, sich gleichmäßig erwärmt. Und das, obwohl der Kochtopf nur von unten erhitzt wird. Wie ist das möglich? Durch Konvektion. Das warme Wasser steigt nach oben, das kalte Wasser sinkt ab und damit entsteht ein Kreislauf.
Das Ganze haben wir aber auch im Winter, wenn wir die Heizung aufdrehen. Die Heizung macht die Luft entsprechend warm. Die warme Luft steigt nach oben, gibt ihre Wärme im Raum ab. Die kalte Luft sinkt nach unten und wird früher oder später wieder durch den Heizkörper erwärmt. Und dann beginnt der Kreislauf von vorne. Also, Konvektion, ein interessantes Phänomen.